Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dracanto, dem Pixelmon-Projekt vom Drago Basler. Wir sind jetzt direkt am nach Hause kommen, also direkt ein Nachfolgepart. Wir haben ein paar Sachen abzulegen, vor allem hier. Das ist jetzt nicht alles, aber fast alles einmal ablegen. Botanische gehören nicht hierhin. Ein paar Sachen für diese Truhe. Und hier noch kurz was reinlegen, ja. Dann hier noch. Das nehmen wir natürlich mit. Und die Truhe, genau. Ja, das ist auch also die Truhe. Und Butternüsse sind diese Truhe. So, wunderbar. Dann gehen wir gleich mal los. Müssen aber noch kurz ein Boot machen. So. Flugfähige Pokémon haben wir leider noch nicht. Gut, ist auch noch Nacht. Ja, gut. So. Dann legen wir mal los. Wir haben ja gesagt, wir gehen ein bisschen auf Erkundung. Und das machen wir heute. Schön ein bisschen locker. Einfach mal gerade nach Nordwesten. Ja, unter Wasser werden wir dann mit einem Wasser-Pokémon machen. Könnte eigentlich Kanimani dann sein, aber kann man ja, glaube ich, gar nicht abbauen, oder? Ich weiß nicht, wie man das am besten macht, weil diese Wassersterne möchte ich alle auch mal farmen können. Ja, die Tränke gibt's schon, müssen wir halt Alchemie bald machen. Also hier haben wir wieder Savanne. Okay. Ja, überall Savanne. Ist ein bisschen langweilig. Aber eventuell können wir ja auch weiter weg dann etwas bauen, oder? Wir müssen ja nicht am Spawn bei der Farm alles bauen. Ist halt ein bisschen doof, dass jetzt hier alles Savanne ist. Wir gehen unten durch. Ja, schon mehrheitlich Savanne in diesem Startgebiet. Ist natürlich schon geil zum Bauen, aber auch langweilig zum Bauen, deshalb lieber ein bisschen etwas Besseres finden. Gleich mal mitnehmen. Richtig, Raserei. Sehr gut. Ja, ist ziemlich alles Savanne. Das ist das Dorf, das wir entdeckt haben am Anfang. Das ist Dorf 2 sozusagen, weil das Dorf 1 genau am Spawn liegt. Aber es sieht schön aus. Dadurch, dass es halt nicht so abwesend ist, sieht es einfach noch schön aus. Sehr schön aus. Krabi. Hallo, Krabi. Ja. Da haben wir eine Liane, da haben wir eine, ja, ich denke mal Strandinsel, nicht eine Waldinsel oder so. Ich glaube, diese Liane haben wir schon. Nehmen wir einfach mal. Das ist Jade. Nehmen wir einfach ein paar mit, die wachsen ja. Müssen gar nicht so viel mitnehmen. Also das ist eine Insel, die Savanne noch hat. Dann haben wir hier eine einzelne Grasinsel. Ebene oder Wald oder eben Strandinsel. Aber was wir möchten, ist eigentlich Mesa oder eine ganz andere Wassertempel. Gleich mal hin und markieren ihn.
Das ist toll. Okay, nee, das ist auf der Insel dort. Damit wir nicht gleich runtergehen. Ist noch irgendwas? Eine Blume. So. So. Das hätten wir. Aber hier gibt es keine andere Insel. Dort hätten wir noch eine Insel, aber die hat auch nur einen Baum. Hier auch. Das deckt an einem großen Ozeangebiet. Den Spawn. Hm. Jetzt gar nicht so interessant, so einen großen Ozean zu haben. Aber mal schauen. Aber immer in die Richtung. Hm. Da hat es auch wieder Strandinseln. Aber eine große scheinbar. Ja, eine. Und weil mehr. Weilort wollte ich schon sagen, aber nein, es ist ein Weilmer. Auch wieder Savanne und Strand. Ja, Savanne kommt oft. Ich weiß nicht, was mit dem World Generator falsch ist, aber. Ja, momentan haben wir halt keine Abwechslung. Hätten es gerne. Ah, kommt leider nicht. Was ist das? Editor in C. Nehmen wir mit. Ah, endlich. Ja. Wäre auch ein cooles Biom für eine nächste Stadt, Dorf oder so. Oder die erste Stadt und Dorf. Das gehe ich mal hier hin und markiere hier auch mal. Ja, dass wir hier Ding haben. Tiger 1 und das mache ich dann so, dass es passt. Könnte es dunkler machen, aber das, da muss man den Regeln noch schieben mit der Helligkeit. Mache ich nicht so gerne. Was ist denn das? Reis. Okay. Oh ja. Komplett neue Biome. Ziemlich geiler Baum. Ja, wirklich toll, dass wir hier ein neues Biom haben. Oder mehrere neue Biome. Ganz schöne Blumen da oben. Mann. Jetzt voll auf Blumen abgefahren. Einfach aus Deko-Zwecken. Ich glaube, das Schönes dekorieren kann. Ja, momentan habe ich noch nicht so die passende für die Farm. Also es wird ein bisschen mehr als eine Farm. Es wird so ein Multikulti-Zeug. Damit wir alles haben. Hawkweed. Okay. Adlergras, okay. Hm. Na, hier gehen wir nicht weiter, wir gehen zurück zum Boot. Und gehen lieber in die Ebene runter. Was ist das hier? Miniras. Ah, das ist der, okay. Ja. Nicht so viel von ihm, aber er hat zwei Elemente, glaube ich. Stahl und Elektro. Gelb. Der Elektro normal oder so. So. Sind wir da? Oh ja. Wo wir einfach mal ein bisschen auch auf dem Land erkunden werden. Hat's hier. Okay. Sieht Auto hüpfen an.
gibt es gar nicht in dieser Version, aber ich habe nicht Leertaste gedrückt. Okay, komisch. Ah, da ist jetzt plötzlich ein Stein aufgetaucht. Orange haben wir die. Gelbe. Dann. Ja, Pokémon haben wir jetzt gerade nicht so viel. Hallo. Die Vogel gezwitschert. Möchte mehr Körper-Pokémon haben. Was ist denn das? Mit Mandrake. Leider irgendwie gar nichts. Schade, aber einen großen Wald haben wir. Da ist wenig drin. Zu wenig im Wald. Zu wenig. Fauna. Hornju haben wir schon. Was ist das? Ah. Stravikl. Ist mir halt auch. Aber wenn es weggeht und okay. Ja, und wie kann man das jetzt fangen? Ah, jetzt. So, Biss. Wirst du auch ausharren. Nochmals Biss. Nicht töten, ja? Ich habe gesagt, nicht töten. Was ist denn so schwer am Nicht-Töten, hä? Ah. Da haben wir nochmal einen Baum. Mango. Sehr schön. Mango ist nämlich eine richtig tolle Frucht. Oh ja, so Weberak, genau. Okay, du hältst aber zwei aus. Bitte. Ja. Ist jetzt auch wieder direkt weitergegangen. Also ich weiß nicht, wieso manchmal man nicht mehr auswählen kann zwischen zwei Attacken. Hm. Einfach solche Probleme, die es manchmal gibt. So, ein neues Dorf. Schönes Dorf. Hm, ja gut. Aber ein leeres Dorf. Ja. Es hat immer so schwer verletzt. Hallo, willst du das kaufen? Dann lass es nicht einfach dort liegen. Leg es selbst wieder ins Regal. Lol. Hm. Wenn man einfach so irgendwas unterstellt, wieder wo man nichts gemacht hat. Gib mir dein Pokémon, sonst muss ich meinen Zubat der Stufe 12 verwenden. Ja, das wird wahrscheinlich nicht so gut gehen mit Stufe 12 und einem Zuwart. Träge Dusselgur sind die besten. Außer wenn sie auf höherstufige Pokémon treffen. Mhm. Das ist ein Trainer. Da haben wir wieder so ein Dorf. Oh, dieses Holz ist schön. Okay. Ist zu schlicht, aber einfach mal etwas anderes. Ja. So, wir haben ja ein bisschen Geld. Können wir gerade mal etwas kaufen? Nein, nicht bei dem. Nur ein Pokéball. Ah, ich möchte ja eigentlich den kaufen. Superbälle. Aber die sind zu teuer, viel zu teuer. Im Vergleich zu Pokébälle sind die ja wirklich ein Wucher. So, hier haben wir das Mahoe-Holz. Die Tür ist irgendwie ganz komisch. Japanische
Blütenkirsche. Ja, die haben wir, glaube ich, schon. Gut, ich möchte gerne dieses Holz haben, aber natürlich ist wieder kein Setzling hier. Dieses Haus nicht. Also bringt es nicht so viel. Da haben wir wieder ein Bayfront. So. Und hier einfach die wichtigsten Sachen rausnehmen. Ja, hätte wäre noch wichtig. Ja. So. Und den Waypoint, aber auch ein Waypoint machen. Was haben wir denn? Dorf 2. Machen wir Dorf 3. Hä? Ah, Option. Neu. Dorf 3. Ja, machen wir gelb. So. Dorf 1 haben wir noch nicht markiert, müssen wir dann auch noch markieren. So, dann verlassen wir mal das Haus Richtung. Dieser Baum haben wir ja, glaube ich. Ganz genau wie der Ahornbaum aus. Ja, Emperor haben wir, oder? Ja, wir hätten wissen, wo der noch ist, wenn wir ihn nicht haben. Schauen wir mal kurz hier rein. Nicht viel. So, den haben wir aber. Ja, das ist jetzt, wo wir die Setzlinge haben. Dieser Baum wird gespawnt. Natürlich. Was ist das? Tufet Heil. Krass. Ist das auch ein neuer Baum? Eisenholz. Vielleicht zwei mit. Ja, aus diesen Eisenholzbergen könnte man vielleicht noch etwas Gutes machen. Weiße Wolle. Hellgraue Wolle. Hellgrau. Hellgrau. Alles mit hellgrau, aber für was? Sonst noch? Dazu da ist, weiß ich jetzt nicht. Immer nur zum Färben. Ja. Presse für winzige Haufen Eisenstaub. Okay, in die Presse tun. Zerkleinerung. Erweiterte Alchemie für Elixier aus Eisenhaut. Ja, okay. Das ist jetzt nicht so wichtig. Aber gut. Wir schlafen lieber eine Runde. Damit wir auch wieder etwas sehen. Drake Marasis. Ja, das ist sehr interessant. Dass Drache sozusagen einen Namen hat. Für eine Stadt. Also schön gelegen mit diesem Berg hier. Ist es sehr. Aber ich denke, wir machen zuerst einmal ein Dorf in der Nähe von unserer Farm und dann fangen wir hier an. Eine große Stadt zu machen. Ne? Kristall. Okay. Was sonst?
hier. Gehen noch ein bisschen weiter. Diese Schmetterlinge haben immer andere Muster. Wir haben das schon alles eingefügt in Pixelmon. Was bei Pokémon, weiß ich, schwarz, weiß, ja, nein, Y wahrscheinlich eingeführt wurde, oder? Dass die immer andere Farben haben. Okay. Also nur Pokémon sind. Ich dachte, ich hätte noch ein Dorf hier. Ah, gut. Nur suche ich gerade ein bisschen Abwechslung bei den Pflanzen und so. Also ich möchte schon gerne noch etwas finden, was wir verwenden können im ersten Dorf. Aber es wird wahrscheinlich nicht so viel möglich sein noch. Da müssen wir einfach ein bisschen Geduld. Ja, vor allem ein bisschen länger spielen einfach. So, aber die Erdbeeren haben wir schon gehabt, möchte ich gerade. Ja, Erdbeeren. Ich möchte eine von diesen Bäumen mitnehmen hier. Schade, dass wir jetzt eigentlich noch kein Pokémon gesehen haben in diesem Part. Was uns jetzt wirklich auch weiterbringt. Das möchte ich gerne fangen, aber ich kann ja nichts. Es ist viel zu low level. Ich muss direkt fangen probieren. Ich kenne das gar nicht. Das gibt da, glaube ich, diesen Schmetterling. Ja, paralysiert, danke. Ja, dann müssen wir von Leo rüberlesen. Ist auch recht großes Hornlieb. Muss es sein, dass immer die ganze Zeit paralysiert wird? Eine dieser Attacken. Oh. Jetzt müssen wir schnell fangen, wenn wir so viel Schaden gemacht haben. Okay, Pummel. Wurde gefangen. Sehr gut. Ja, da ist einer, der ziemlich schön aussieht. Vivillon, okay. Also hier haben wir Silberbirch, also Silberbirke. Okay, was sind die Setzlinge? Die geben mir so wenig Setzlinge. Vom Plant Maker Pack. Ja, wow, schon voll. So, dann haben wir hier Norway Spruce. Na toll, schon wieder die Axt, zu klein. Ah. Na gut, aber Lamas. Ja, was sollen wir jetzt noch machen? Mehr Lamas, kleinere Lamas. Du bist auch ein Lama. Auf einem Esel eher. Kleinere Bäume mitnehmen. Das ist auch wieder Eisen, Holz. Der auch wahrscheinlich. Ja. Das rein mit. Und weil der so schön aussieht. Die zwei mit hier. Und der. Und ja. Dann müssen wir weiter außen herum. Das Mulberry. Okay, mit natürlich.
ein Hammer. Sind ja auch wunderschön, so Lilien, aber auch gefährlich. Jetzt nicht wegen dem Gift unbedingt, aber wegen der Verbreitung und so. Die Leute sollen einfach weniger die Blumen gerne haben, damit sich die nicht so verbreiten. Und halt, ja, sie sind schon echt schmarotzig sozusagen zu anderen Pflanzen. Oh wei. Ja, das wäre vielleicht der nächste Schritt. Das ist das Dorf, wo wir waren. Nee? Das ist ein neues Dorf. Dann gehen wir noch kurz ein Dorf. Wir haben nämlich schon 25-26 Minuten. Okay. Das noch kurz anschauen. Auch Mulberry. Gut. Apache Dwarf. Das ist leider kein Käfer, oder? Das ist Level 7. Das ist ein Geist und Gift. Blitz. Ah, guck mal. Okay. Sehr stark. Ja, so haben wir natürlich keine Chance. Heftigst. Tut halt immer die Energie absaugen. Ja, töten wir sofort. Ich weiß doch da nicht, dass es eine Pflanze ist. Pflanze Geist, wahrscheinlich vierfach Schwäche. Das heißt, es wird zu schwach. Eigentlich droppen. Sammeln die wieder ein. Andere Taste bitte. Samosel ist ein Käfer. Nein. Wasser. Nein, nicht Wasser. Pflanze. Käfer. Seedot. Möchte dich gerne fangen. So. Gut, ist es gefangen. Ja, ein Pokémon-Klon, der noch mega verpixelt ist. Pachirisu. Auch wieder. Ja, die Entwickler. Oh, wir nehmen nochmal ein Pikachu-ähnliches Pokémon ein. Okay, der Bach geht noch. Ich glaube, den haben wir auch schon. Ist egal. Auf jeden Fall einen Waypoint holen. Jo, was uns im nächsten Part im Dorf erwartet. Vielleicht fliegende Bäume. Okay. Ja, das werden wir sehen. Bis dann. Tschüss.